Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Mein Kanal besteht zu 90% aus Unboxings, aber wollen wir mal dahingestellt lassen. Genau, ich habe mir eine neue Ameisenart gegönnt, sage ich mal. Und dies ist nun die zweite von dieser Art, weil mir die erste leider nach 1,5 Wochen ohne Grund verstorben ist. Hatte natürlich genug Ruhe und so, aber tja, kann man halt nicht genau sagen. Und deswegen, ich habe den, von dem ich die habe, nochmal angeschrieben, dass sie eben leider verstorben ist. Und dann hat er mir kostenlos nochmal eine dazu zugeschickt. Ich werde euch den Kanal von ihm auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wirklich sehr nett. So, da ist ein Zettel, nochmal ein paar Informationen dazu. Und hier haben wir die Zeitung. Und in der Mitte sehen wir schon ein Stück Holz. Auf jeden Fall ein sehr praktisches Ding, würde ich mal sagen. Werden wir wahrscheinlich da auch so ähnlich. Wahrscheinlich dann irgendwie so einen Reagenzglashalter bauen. Aber ist jetzt auch egal. Dann holen wir die mal raus. Wirklich top verpackt. Klebeband ab und da sehen wir das Röhrchen. Also ist wirklich top verpackt. Kann nichts wackeln, nichts rutschen. Ist da wirklich stabil drin. Packen wir die ganzen mal aus. So. Und da haben wir sie, Camponotus herculeanus. Ich gehe gleich nochmal in die Nahaufnahme, aber so sieht man mal. Und im Vergleich zu meinem Daumen ist eine wirklich sehr große Art. Und auch sehr schön vor allem. So, dann gehe ich mal in die Nahaufnahme. So, hier sehen wir nochmal die ganze Nahaufnahme. Sehr viele Eier sind das, glaube ich, noch, oder ganz kleine Larven und einige Puppen und eine sehr große Larve, die sich auch bald verpuppt. Hier sieht man das Ganze. Das ist jetzt schon diese Aufnahme, oder das ist schon über eine Woche her, hat sich bei der momentan einiges getan. Da wird dann auch nochmal ein Update dazu kommen. Aber jetzt zeige ich erstmal das Unboxing, was schon längst überfällig ist, aber tja, wer kennt's nicht, die Motivation. Genau, da nochmal kurz rein. Jetzt habe ich genug Zeit zum Reden, hoffentlich. Ich werde ich will mal wieder ein paar Infos zum Schluss, wer jetzt gedacht. Immer oben rechts von euch aus gesehen, immer wieder in Videos mehrere Fragen einblenden. Die könnt ihr beantworten. Wenn nicht die Frage dabei ist oder die Antwortmöglichkeit dabei ist, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer über jede Bewertung, Kommentare, positiv und so. Und natürlich auch Kritik. Und genau, ich bin die ganze Zeit am Videos aufnehmen und so, aber Motivation. Ja, hier stopfe ich die nochmal in die Socke und tu die dann gleich schön dunkel lagern. Und schau dann erst wieder in einer Woche rein. Genau. Und zum, ich würde jetzt mal sagen, 100 Abo Special, was schon ein bisschen überfällig ist. Eigentlich hatte ich vorhin Bauanleitung von einem Nest Arena-Teil zu machen, allerdings hatte ich davon kaum Aufnahmen gemacht, was ziemlich doof war. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dies lieber zu lassen. Und Frage ist noch ein Abo-Special, ob ich mal zeigen soll, wie ich meine Videos aufmache, weil, ja, genau. Habe ich mal im Stream letztens gefragt und haben einige gesagt, dass ich das machen soll. Dann könnt ihr mal gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich so ein ob ich mal so ein Special machen soll, wo ich zeige, wie ich meine Videos schneide, aufnehme, etc. Genau. Ich sehe, das Video ist gleich zu Ende. Schaut auch unbedingt auf Instagram vorbei, da seid ihr immer am aktuellsten aktualisiert, sag ich mal. Und ziemlich viele Fragen werden da auch sein. Genau. Das war's. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Lasst doch gerne ein Abo da. Ihr wisst ja, wie es alles geht. Und bis dahin, sag ich mal, einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag oder Abend. Da tue ich es nochmal in die Schublade. Und tschüss.